Hallo und recht herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und worum wird es heute gehen? Heute geht es um Mehlrad und Strichplatte. Und wenn dich das interessiert, was damit auf sich hat, dann bist du hier genau richtig. So, ja, wie ihr seht, ich bin jetzt wieder hier im Wald unterwegs und da ist mir eingefallen, dass ich ein Gespräch hatte und da ging es darum, sag mal, was sind denn diese Striche da in dieser Optik und wie gehe ich damit nochmal um? So. Und die Herausforderung war da, dass es eben keine Strichplatte war. Es war nämlich ein amerikanisches Irgendwas. So, das war die Umschreibung davon. Also, hier an dieser Stelle möchte ich also nochmal ganz kurz zusammenfassen, was es damit auf sich hat, was so ein bisschen die Geschichte dazu ist und vor allen Dingen, wie man das verwendet. Und da fange ich mal mit Mehlrad an. Man muss sich jetzt vorstellen, oder wo sehe ich das? Also ihr habt das dann teilweise in Optiken, ja, und in den Optiken habt ihr dann diese Skalen da eingebrannt, mehr oder weniger. Ne? Das gibt es einmal nach oben, das gibt es einmal zur Seite, also horizontal und vertikal. Könnt ihr da diese Striche drin haben und dementsprechend stellt sich jetzt die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, so. Dann gibt es teilweise in diesen Optiken noch was anderes, da ist dann so ein kleines Männchen als Silhouette eingebrannt. Und das in verschiedenen Größen. Und wenn das Männchen da drin ist, dann sind es 100 Meter, 500 Meter, 1000 Meter, was auch immer. Ne? Wie auch immer der Hersteller das dann gemacht hat. Aber wie gehe ich jetzt mit diesen Strichen um? Wo kommt das her? Also prinzipiell ist es so, dass international Mehlrad verwendet wird. Mehlrad bedeutet, dass ich da Mehlradiant habe. So, was ist denn das? Wenn ich einen Kreis habe, dann habe ich das Bogenmaß, das sind 2 Pi. So. 2 Pi ist das eine, aber ich kann jetzt diesen Kreis auch unterteilen in 1000 Teile, Milliradiant. Also ein Tausendstel ist ein Milliradiant. So. Und damit habe ich diesen Kreis, also dieses Bogenmaß, in 1000 Teile unterteilt. Und wenn ich jetzt eben von einem Objekt die Entfernung haben möchte oder was auch immer, was habe ich da? Ich habe einmal diese Strecke der Entfernung, ich habe dann diese Größe. Und dazu habe ich ja dann den Winkel. Und da kommt jetzt dieser Milliradiant ins Spiel. Das heißt, wenn ich einen Winkel habe und eine Größe und hier von einer Ebene ausgehe, also hier von einem rechten Winkel, dann kann ich eben hier die Entfernung zum Beispiel berechnen. So, und das ist der Zusammenhang, der da ausgenutzt wird. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich das denn eigentlich? Also, wir gehen jetzt erst einmal davon aus, dass diese Platte, dass wir in Metern rechnen, das mit den Yards lasse ich jetzt an der Stelle noch einmal außen vor. Also, ich habe jetzt zum Beispiel die Größe des Objektes und das in Metern. Und dann sehe ich, wie viele Striche dieses Ding denn da so hat. Ja, so. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe etwas, das ist 1,50 Meter groß. Kanister, Dingeskirchen, was auch immer, Kind, keine Ahnung, 1,50 Meter. Und ich sehe jetzt, dass dieses genauso groß ist wie 2 Striche in meiner Optik, also 2 Mehlrad. Mehlrad, so, nicht Mehlrad, Mehlrad. So, dann ist die Berechnung wie folgt. Ich teile also die Größe dieses Objektes, 1,5, durch die Anzahl der Striche, geteilt durch 2. Und jetzt habe ich aber Mehlrad da drin. Das heißt, das sind ja 2 Tausendstel, also 2 geteilt durch 1000. Ja. Damit habe ich einen Doppelbruch für alle die, die gerade sich mit ihren Kindern in Mathe rumschlagen. Die dürften das dann noch wissen. Das heißt, ich habe dann also die Größe in Metern, 1,5, geteilt durch 2 Tausendstel, Doppelbruch. Ich kann den Tausender also nach oben ziehen. Das heißt, final berechnet sich das 1,5 durch 2 mal 1000. In dem Fall 1,5 durch 2 sind 0,75 mal 1000 sind 750. Also ist dieses Objekt 750 Meter entfernt, wenn ich jetzt in Metern rechne. Das kann ich natürlich dann auch in Yard machen. So, und hier habe ich natürlich dann auch das Problem, dass ich irgendwie wissen muss, sag mal, wie viel ist denn ein Yard? So, ich habe mich jetzt erstmal bequemer hingesetzt. Also, ein Yard sind 1,094 Meter. So, jetzt kann man natürlich davon ausgehen, wenn ich ganz grob nur die Entfernung schätzen möchte, dann
ist es mir erst einmal egal. Also wenn ich mit, sagen wir mal, als wenn ich sehen möchte, wie weit ist eine Person weg oder wie weit ist das Haus weg oder, dann ist es mir größtenteils egal, ob ich mit 1 oder 1,094 da rechne. Die Fehler sind meistens durch die Abschätzung der Größe eines Objektes schon signifikant größer, als das bei der Umrechnung von Meter auf Yard ist. So. Sicherlich gibt es Unterschiede, ob ich erst die Größen in Yard umrechne und dann rechne oder ob ich erst in Metern rechne und das dann in Yard umrechne. Ja, ich weiß, durch die Division und so weiter, es sind da Fehler, aber im Hausgebrauch ist es meistens so, dass ich ungefähr weiß, was es ist, wenn ich nicht gerade zum Beispiel Präzisionsschießen oder Ähnliches mache. Das heißt, wo wird sowas eingesetzt? Das wird natürlich nicht nur zur Observation oder zum Erkennen, also wie weit ist etwas weg, eingesetzt, sondern es wird natürlich auch beim Schießen eingesetzt, um da eben dann zum Bullet Drop, deutsche Sprache, englische Sprache, so. Also da zum Beispiel die Abweichung, wie viel muss ich höher halten, vorhalten und so weiter. Beim Präzisionsschießen, da hat es natürlich dann zum Beispiel Auswirkungen. Oder wenn ich Präzisionswinkelmessung mache in der Kartografie und Ähnliches, da wird es zum Teil dann auch eingesetzt. Also es kommt so ein bisschen auf den Bereich ein, wo ich das einsetze, also diese Winkelmessung, das ist es letztendlich. Und dann muss ich natürlich wissen, ob das jetzt für mich hinreichend genau ist oder nicht. So beim Wandern. Wenn ich zum Beispiel einfach nur sehen möchte, sag mal, wie weit ist denn jetzt zum Beispiel dieses Objekt da entfernt, dann reicht es ja meistens auf 4, 5, 6 Meter genau. Das ist ja dann kein großer Unterschied mehr. Wenn ich sowieso schon 600 Meter laufen muss, dann sind mir 5 Meter mehr oder weniger dann auch egal. Also von dem her, für den rein praktischen oder für die grobe Näherung kann ich nur sagen, benutzt es einfach, das Mühlrad genauso wie bei einer Strichplatte, egal ob Yard oder Meter, merkt euch eben, Größe des Objekts geteilt durch die Anzahl der Striche mal 1000 und das ist dann ungefähr die Entfernung in Metern. Jetzt kann man natürlich Mehlrad nicht nur nach oben einsetzen, sondern auch zur Breite. Das heißt, ich kann natürlich auch sagen, okay, sag mal, wie breit ist das Objekt und dann das ausrechnen. Also dementsprechend kann man das natürlich in beide Richtungen verwenden. So, dann gibt es natürlich noch ähnliche Sachen, die damit zu tun haben. Die möchte ich jetzt alle gar nicht so auflisten. Vielleicht liste ich die hier nochmal auf mit Text oder unten in der Beschreibung. Ich werde wahrscheinlich hierzu auch einen Blogartikel schreiben unter outdoorskills.blog. Und da werde ich dann nochmal detailliert eingehen auf die Umrechnungen, also mit den Yards, wie groß der Fehler ist, beziehungsweise welche Alternativen es noch zu diesem Mehlrad und so gibt. Und jetzt stellt sich noch die letzte Frage, also Strichplatte, ja, das ist schlicht und ergreifend einfach eine deutsche Übersetzung mit der impliziten Annahme, dass man in Metern rechnet und Mehlrad ist sozusagen die internationale, amerikanisch geprägte Variante und die arbeitet dann mit Yards. So, ich hoffe, damit konnte ich so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das für Dinger sind und wie man sie benutzt und dann freut es mich, wenn du dazu noch Kommentare, Anregungen, Anmerkungen hast. Und wer noch ein cooles Fernglas mit Strichplatte hat, ich bin noch auf der Suche nach einem neuen, was nicht von der Bundeswehr ist. Wer da Erfahrung hat, der möge mir vielleicht unten reinschreiben, mit welchem er arbeitet. Ich bin da gerade noch auf der Suche nach einem neuen Glas. Okay, das war es dann auch soweit von meiner Seite aus. Und dementsprechend, egal was du jetzt gleich noch machst, ich wünsche dir viel Freude dabei. Vielleicht schaust du ein weiteres Video von meinem Kanal. Würde mich natürlich sehr freuen. Ansonsten bleib gesund und wir sehen uns beim nächsten Video.